neu bei Pearl TV und nicht nur neu, wir haben auch einen Bestseller wieder da, der jetzt wieder lieferbar ist im Haushaltsbereich, um Ihr Leben sicherer und bequemer zu machen. Einfach damit Sie standfest Ihren Haushalt im Griff haben, haben wir genau die richtigen Sachen für Sie heute in der Sendung vorgestellt mit einem speziellen Sonderpreis für die nächsten 2 Stunden. Und was das ist, das erzählt uns jetzt Anne-Kathrin. Es ist ein Fußtritt und eine Leiter für den Haushalt. Und Sie sehen es schon, wir steigern uns immer mit der Größe. Und das ist eben das Tolle gerade für den Haushalt. Mit dem kleinsten Tritt möchte ich beginnen. Ich nehme den mal kurz hoch, weil ich möchte Ihnen etwas demonstrieren. Denn wer jetzt denkt, so eine Leiter oder so ein Tritt nimmt viel Platz weg im Haushalt, der irrt. Man hat hier diese kleinen Füßchen und die sind allesamt abknickbar. Schauen Sie mal, man hat hier so eine kleine Arretierung. Dieses kleine Schräubchen drückt man rein und dann kann man das hier ganz einfach herunterklappen. Somit ist es dann später ganz leicht verstaubar. Sie sehen das richtig flach und man hat hier so einen kleinen Henkel. Ne? Das ist wie so ein Köfferchen, kann man das irgendwo verstauen. Sie sehen, das ist wirklich sehr, sehr schlank. Und umgedreht geht das Ganze natürlich auch schnell aufzuklappen. Man hat ja manchmal so Situationen im Haushalt zum Beispiel, dass du irgendwo auf dem Bücherregal nicht hinkommst, möchtest aber mal kurz Staub wischen. Ne? Was macht man also? Man nimmt diesen kleinen Tritt, die sind alle aus soliden Edelstahl gefertigt, also ein ganz robuster Stahlrahmen. Und der Tritt hat eine Kunststoffmatte, die ist rutschfest gemacht, damit man natürlich auch nicht abrutscht. So, und jetzt will ich zum Beispiel irgendwo was wischen, ne? Ich komme irgendwo nicht richtig hin. Ist ja klar, dann muss man jetzt nicht, es gibt ja Menschen, da schließe ich mich mit ein, die nehmen dann irgendwie einen wackeligen Hocker oder zum Beispiel der Schreibtischstuhl, um da irgendwo hinzukommen. Bitte machen Sie das nicht. Im Haushalt passieren so viele Unfälle. Jetzt habe ich hier einen kleinen Tritt und komme jetzt super einfach an mein Bücherregal dran oder zum Beispiel auch mal, wenn ich ein Fenster irgendwo habe, wo ich zum Beispiel Staub wischen möchte oder zum Beispiel auch, wenn ich eine Lampe, wenn ich da die Glühbirne rausdrehen will oder zum Beispiel, wenn ich einen Rauchwarnmelder habe, wo ich die Batterie mal wechseln möchte, auch da komme ich ohne Probleme hin, dank diesen kleinen Trittes. Und das Schöne ist eben, die sind ganz flach, Sie haben es gesehen, die Füße werden abgeknickt, da hat man so kleine Arretierungen, das ohne Probleme. Hier auch toll, dass sie dann eben nicht abrutschen durch diese Kunststoffmatte. Ne? Und ganz, ganz wichtig, all unsere Leitern und Tritte sind bis zu 150 Kilo belastbar. Also das ist ganz wichtig für Sie zu wissen. Ne, die sind robust, die sind wirklich langlebig, die sind eben für alle Situationen gemacht. Und gerade wenn man dann irgendwie vielleicht mal, also ich kenne das von meiner Nichte, die hat das immer, wenn sie ans Waschbecken nicht rankommt. Da hat meine Schwester, hat sie ihren auch so einen kleinen Tritt unter das Waschbecken gestellt, damit sie besser ans Waschbecken rankommt. Weil normalerweise braucht sie immer jemanden, der sie hochhebt. Aber seit sie den Tritt hat, kann sie das eben auch ohne Probleme alleine machen. Sie sehen natürlich, es ist überall einsetzbar oder zum Beispiel auch für die Küche, wenn Sie da mal so ein Gewürzregal haben. Ich habe zum Beispiel so einen Schrank, also ich bin jetzt auch nicht klein, aber ich habe so einen Schrank, da komme ich auch ohne Tritt nicht hin. Und da habe ich eben so Sachen, die man mal, naja, vielleicht so einmal im Jahr braucht, wie zum Beispiel mal ein Raclette oder zum Beispiel mal ein Weihnachtsbaumständer oder irgendwas, was man eben nicht so jeden Tag braucht. Und da brauche ich auch immer so einen Tritt. Ne? Und es ist so schön und klein und leicht verstaubar. Ich zeige Ihnen das nochmal. Also das ist für jeden gut geeignet, sollte jeder im Haushalt haben. Ja, das ist halt, wenn einem die entscheidenden Zentimeter fehlen, dann stellt man sich auf ein Bein, auf eine Zehenspitze, kommt dann trotzdem nicht so ganz ran. Dafür ist es halt praktisch, so einen extra Tritt zu haben. Oder für die Kleinen, dass sie eben auch mal am Küchentisch mitarbeiten können. Oder im Bad ist es einfach ganz toll. Und das ist, ich finde das beeindruckend, wie flach der ist und trotzdem so stabil. Wie so ein Serviertablett, ne? So flach. Ja, das kann man also wirklich in der Küche fest unterbringen. Und seien wir mal ehrlich, das ist doch viel einfacher, sowas in der Küche irgendwo unterzubringen, als in den Keller zu gehen und eine Leiter zu holen. Und viel sicherer, als sich auf irgendeinen komischen Stuhl oder Hocker zu stellen. Ich hatte mal in meiner Berliner Wohnung, hatten wir so einen Raum, da stand die Leiter für alle drin. Ich habe den Raum nicht einmal betreten. Das war alles voller Spinnen. Und ich wollte aber so einen Riesenleiter, wollte ich auch nicht in meine Wohnung haben. Was will ich denn damit? So eine Riesenmalerleiter. Also das versaut mir ja das ganze Ambiente. Ne? Und das hier, das ist so klein verstaubar. Das finde ich ganz, ganz toll. Es verschwindet im Schrank, selbst in der Schublade. Also auch ideal, wenn Sie nicht viel Platz haben. Sie können das eben so vielseitig einsetzen. Ja, und das ist für alle gut geeignet. Also auch für Ältere, für Jüngere. Weil man da halt die entscheidenden Zentimeter bekommt. Es ist platzsparend, verstaubar. Sehen Sie hier, es ist 4 Zentimeter. Meter nur dick, wenn es zusammengefaltet ist, hat diesen Henkel dran, lässt sich tragen wie eine Tasche. Ist auch und 46 cm hoch. Ja, das sind eben die entscheidenden 46 cm. Ich sage noch die Bestellnummer NX 69 51 569 für unseren kleinen Klapptritt.
Genau. Wir haben noch einen größeren. Ja, es wird jetzt ein bisschen höher. Ich sage jetzt immer, je höher wir werden, das ist natürlich auch wohnungsabhängig. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe letztes Jahr, oder als ich noch in meiner Berliner Wohnung gewohnt habe, da habe ich 3,50 Meter hohe Deckenwände. Und da kommst du mit so einem kleinen Tritt, ich zeige Ihnen das mal im Vergleich, da kommst du nicht weit. Ne? Das sind jetzt hier 46 Zentimeter. Hier sehen Sie, ist noch eine zweite Stufe angebaut, also nochmal die doppelte Größe. Auch das ist hier ganz, ganz wunderbar. Es ist ein solider Stahlrahmen, also ganz, ganz robust, bis 150 Kilo belastbar. Und auch hier haben wir wieder so eine Anti-Rutsch-Sohle, ne? Dass Sie auch nicht abrutschen, egal mit welchem Schuhmaterial Sie da hingehen. Und auch das Ganze ist ganz leicht zusammenklappbar. Ich mache mir das immer einfach. Ich lege das hier so auf den Rücken, sage ich immer. Und dann kann man das hier schön zusammenklappen. Und schauen Sie, es ist wieder tragbar, wie so ein kleiner Koffer, wie so ein kleiner Aktenkoffer. Ne? Das können Sie zum Beispiel auch mal hinter einem Tisch verschwinden lassen oder zum Beispiel hinterm Schrank oder hinter der Tür. Also das nimmt überhaupt nicht viel Platz weg. Und aufgeklappt ist es auch ganz einfach gemacht. Ne? Einfach hier nur diese zwei Stufen auseinander und das arretiert sich oder das geht automatisch hier in diese Arretierung rein. Ne? Sie sehen auch, das ist ganz stabil, da wackelt auch nichts, da muss man keine Angst haben. Also das ist was ganz Tolles, zum Beispiel auch, wenn Sie malern möchten, ne? Oder wenn Sie zum Beispiel so, ja, mal wieder Frühjahrsputz machen wollen, zum Beispiel bei meinem Fenster in Berlin, da hatte man immer noch so einen Absatz. Das hat man einmal im Jahr sauber gemacht, macht man auch nicht immer. Ne? Und da kann man sowas auch gut verwenden. Also das ist eben was ganz Tolles. Sie können natürlich auch für den Preis heute beide bestellen. Eins vielleicht fürs Badezimmer, wenn man da so einen Kosmetikschrank hat, wo man nicht immer hinkommt oder wo man vielleicht das Toilettenpapier lagert. Ne? Und das vielleicht für die Küche. Also sowas sollte man immer zu Hause haben. Nee, es gibt ja so viele Gelegenheiten, Glühbirnen wechseln. Wie du sagtest, Küchenschränke. Ja. Wenn man mal oben auf den Küchenschränken sauber machen will, da muss man sonst auf den Küchentisch, also auf diese Ablage da, die ist auch stabil, aber immer nur nicht so breit, ist ja auch gefährlich sowas. Und mit denen können wir sie dann eben tatsächlich ganz einfach, einfach aus der Ecke ziehen, wo sie das untergebracht haben, weil es eben so klein und flach zusammenklappbar ist. Ich zeig das nochmal, genau, das ist ganz klein zusammenklappbar. Wissen Sie, für was ich das auch immer sehr gerne nehme? Zum Beispiel im Schlafzimmer, da habe ich einen großen Kleiderschrank, so einen Schwebetürenkleiderschrank und ganz oben habe ich so eine Kiste mit Sachen, zum Beispiel im Frühjahr habe ich da die Wintersachen drin und umgedreht und da komme ich auch selbst, also mit meiner Größe komme ich da nicht hin. Und da brauche ich auch mal so einen kleinen Tritt. Das ist ganz, ganz toll. Und ich habe da einfach keine Lust, jedes Mal in den Keller latschen zu müssen, da wo eh schon so viele Spinnen sind. Ja, und Sie sehen ja, das ist so leicht zusammengeklappt. So eine Malerleiter nimmt viel mehr Platz weg. Und dann hat man hier eben das ganz, ganz schmal und ganz flach. Ne? Das sehen Sie hier sehr schön. Und auch schön mit dem Tragegriff. Das ist wie so ein kleines Aktenköfferchen gemacht. Also ich finde das toll. Das ist halt alltagstauglich. Ne? So eine Malerleiter, sagt ja schon der Name, das sind für die Profis. Aber das ist eben alltagstauglich. Das kannst du immer mal zu Hause haben. Ob es jetzt zum Fensterputzen ist, jetzt geht ja der Frühjahrsputz los, wo du eben mal die Fenster putzt und vielleicht auch mal einen Lampenschirm den Staub wegmachen. Kann man auch. Also das ist so vielseitig einsetzbar. Nee, man braucht es wirklich öfter, als man glaubt. Wir haben auch so eine kleine Trittleiter, die ist irgendwo dazwischen. Aber wir benutzen die also wirklich bestimmt 3-4 Mal die Woche für Küchenschränke, um am Kleiderschrank was von oben rauszuholen. Ich sage Ihnen mal die Bestellnummer für unseren Mini-Klapptritt aus Stahl mit 2 rutschfesten Stufen natürlich mit der Bestellnummer NX6950569. NX6950569 für unseren mittleren Mini-Klapptritt, der sich eben auch so super zusammenklappen lässt. Das finde ich so toll, dass man den einfach da in den Griff tragen kann. Ne? Die sind alle klapper. Also alle, die Sie hier sehen, sind alle klapper, damit Sie die eben auch schön verstauen können. Jetzt kommen wir zu 2 weiteren Größen, ebenfalls bis 150 Kilogramm belastbar. Das ist jetzt ungefähr 90 cm hoch. Also Sie sehen es, das ist jetzt schon eine etwas größere Größe. Und ganz, ganz wichtig, die beiden, die Sie jetzt hier sehen, die sind TÜV Rheinland zertifiziert. Also sie sind vom TÜV zertifiziert, ne, das ist ganz wichtig hier. Zahlen Sie aber nicht für das TÜV-Siegel, sondern hier zahlen Sie lediglich für die Qualität von AGT für 26,59 €. Und das ist eben auch was Schönes, wenn man mal putzen möchte. Wenn man zum Beispiel, ich mache das auch einmal im Jahr, dass ich die Gardinen wasche. Ne, und ich habe da so ganz hohe Schals, die gehen bis zur Decke. Und bevor
bevor ich die von der Gardinenstange abnehme, ich komme da auch nicht hoch, ne? Und da brauche ich eben auch so einen Tritt. Dann nehme ich die Gardine mal ab, die Schals, und wasche die dann. Und dann kann man die schön wieder aufhängen, sogar nass aufhängen. Dann werden die schön glatt. Mhm. Und da brauche ich auch immer so einen Tritt. Das ist eben das Tolle. Das ist so eine kleine Alltagshilfe. Was ich hier auch schön finde, Sie können sich hier jederzeit festhalten, ne? Ja. Man hat hier diesen praktischen Griff, da kann man sich dann schön festhalten. Weil für manche ist das ja doch so ein bisschen unsicher. So, ne? Bisher hat man sich ja immer so einen wackeligen Hocker geholt und der hatte keinen Griff. Und das ist dann genau da, wo die Unfälle passieren. Und hier haben Sie eben jederzeit die Möglichkeit, sich auch schön festzuhalten. Ne? Also da gibt es zigtausend Anwendungsbeispiele. Aber Sie wissen das ja selbst am besten, für was man das braucht. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier 90 cm hoch. Schauen Sie einfach mal, wenn Sie da eine Lampe haben, wo Sie sonst nicht hinkommen. Oder vielleicht auch Dachschrägen, Dachfenster oder Terrassenfenster, Balkonfenster, die ja auch recht groß sind. Ne? Oder wenn Sie dann, bei mir ist das auch mal der Rauchwarnmelder, wo dann einmal im Jahr die Batterie gewechselt werden muss. Da kommst du ja auch nicht so hin. Und ich habe da auch keine Lust mehr, auf so einen wackeligen Hocker zu krabbeln. Also nee, ist ja das auch gefährlich, sieht man, ne? Ist richtig stabil, ne? Das wackelt auch nicht. Und hat eben auch diese gummierte Oberfläche, dass sie nicht wegrutschen. Das ist übrigens eine TV-Premiere für diese Trittleiter. Wir haben die ganz neu im Katalog. Sehen Sie hier, ich habe den druckfrischen Katalog, der riecht auch noch ganz neu. Und da finden wir auf dieser Seite hier unsere Trittleiter. Und diese hier ist eben nagelneu. Und hier als TV-Neuheit eine TV-Premiere. Und er schlägt sich ganz gut. Er ist nicht nervös und präsentiert sich wunderbar. Ich habe das auch, also wie du sagtest, für Vorhänge, ist das, da komme ich auch nicht ran. Da reicht auch so ein kleiner nicht. Und so eine braucht man dann für, ich nehme immer eine Leiter, aber das ist natürlich viel Arbeit, in den Keller zu gehen, die immer hochzuholen. Man braucht so eine Leiter öfter, als man glaubt. Das und gerade stimmt. Wenn man sie dann mal hat, dann benutzt man sie eben. Wollte ich gerade sagen, wenn du sie hast, genau. Ja. Anstelle von einem Hocker oder irgendwas. Oder sich irgendwo auf Tischen aufzuhalten, wo man nicht weiß, ob die halten. Rutscht man dann weg und so, kann man sich natürlich auch verletzen. Das ist einfach sicher und hält bis zu 150 Kilo. Genau. Auch wenn Sie ein bisschen größer und kräftiger sind, können Sie sich da ganz beruhigt draufstellen. Sie haben diesen Griff zum Festhalten. Das finde ich auch wichtig. Weil das ist auch immer so eine Sache, dass man, wenn man so in so einer Höhe ist, dann fühlt man sich immer leicht unsicher. Na, zumal, wenn du jetzt das wirklich zum Fensterputz nimmst, kannst du dann zum Beispiel hier schön was hinhängen. Mal einen Lappen oder die Gummiabziehlippe oder da gibt es ja auch so Glasreiniger. Ne? Da kann man dann den Griff das hier so einhängen. Also das ist eben praktisch schon mit so einem Griff. Und Sie haben es ja gesehen, es ist zwar größer von der Höhe her, also 90 cm, der kleine war 45 cm, aber es ist trotzdem schön flach zusammenzumachen. Ne? Sie haben da hier so eine Stange, Sie sehen das einmal hier zusammenklappen, das geht auch schnell, da muss man nicht irgendwas arretieren, keine Schrauben feststellen. Ne? Das klackt, Sie hören das ja, Achtung, ich mache das nochmal, das klackt hier ganz automatisch zusammen. Also das ist ganz, ganz praktisch gemacht und Sie sehen das auch schön stabil. Da hat man eben an alles gedacht und natürlich auch, dass es TÜV geprüft ist, also TÜV Rheinland. Und das ist eben hier ganz wichtig zu wissen. Ja, das da ist nochmal ein Qualitätsmerkmal, dass es also getestet wurde und zertifiziert wurde für diese 150 Kilo, den stabilen Stand. Die geben ihr TÜV-Siegel ja nicht einfach so. Das ist also richtig sicher, da können Sie sich drauf verlassen. Es ist richtige Markenqualität von AGT, die machen ja auch unsere Werkzeuge. Da können Sie sich auf Profi-Qualität verlassen. Das ist einfach praktisch und glauben Sie mir, Sie werden den öfter benutzen, als Sie glauben, wenn Sie ihn erstmal haben, weil man da einfach an alle Sachen rankommt, die sonst, ich kenne das, man streckt sich, geht dann so auf einen und dann kann man es gerade so erreichen, reißt vielleicht noch die Vorhänge runter und hier kann man sich eben ganz entspannt mit beiden Händen arbeiten, das stimmt. Weil man sicher auf dieser Trittleiter steht. Zumal du kannst dich ja dagegen lehnen, ne? Wenn man dann hier auf dem unteren Tritt ist, ich mache das immer so, dass ich dann meinen Oberkörper hier so ein bisschen ablehne, das gibt mir die Sicherheit. Ich weiß, das kann ich umkippen, aber für mich persönlich ist das immer so die Sicherheit, okay, ich werde gehalten, ne? Bei so einem Schreibtischstuhl, der hat ja vier Rollen unten und das ist, wenn du dann auch so auf so einem Parkett bist, Teppich geht ja noch, dann rutscht der nicht so leicht weg. Ja. Aber ich habe das mal im Arbeitszimmer gehabt, da war Parkettboden und das war so dumm von mir, das muss ich wirklich mal sagen. Es war richtig leichtsinnig und dumm. Da hätte so viel passieren können und man sagt ja auch im Haushalt, oder ich habe das mal gelesen, passieren noch mehr Unfälle als auf den Straßen. Mhm. Ja, also da ist ja klar, sowas braucht einfach jeder. Ja, weil jeder hat hohe Stellen, die er jederzeit erreichen muss. Sie werden es benutzen, wenn Sie es haben, glauben Sie mir, weil das ist richtig, richtig stabil. Das ist unsere ultrakompakte Stahltrittleiter mit zwei Stufen und sie ist mit 150 Kilogramm aber belastbar. Aber nur 4 Kilo schwer. Die sind zwar 150 Kilo belastbar, aber die sind trotzdem ganz leicht. Schauen Sie mal, mit einem Finger, die wiegen nur 4 Kilo. Das ist nicht viel. Also das kriegt man, so eine Malerleiter, die ist richtig schwer im Gegensatz zu diesen kleinen Leitern.
Das ist das Tolle. Hier sehen Sie mal die Unfallstatistiken. Da können Sie sehen, dass im Jahr 2019 tatsächlich im häuslichen Unfall, das geht dann also natürlich mit Alter auch noch weiter los, dass das so ab 35 kommen wir langsam in die Zahlen, wo wir eben auch im Straßenverkehr sind. Bei 55 haben wir die haben wir eben mehr Unfälle im Haushalt als im Verkehr. Das ist eben, lässt sich jetzt einfacher vermeiden mit so einer Trittleiter ganz einfach, weil man nicht mehr auf einen wackeligen Stuhl oder eine Tischoberfläche muss. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner Leiter. Wie gesagt, ich habe mich jetzt schon mehrfach wiederholt. Meine Berliner Wohnung, 3,50 Meter hohe Deckenwände. Da kommst du mit 45 cm nicht weit, mit 90 cm nicht weit, aber so eine ist da ideal. Die hat jetzt 3 Stufen. Mhm. Und Sie sehen das, ich habe Ihnen die absichtlich noch mal zusammengeklappt, damit Sie auch sehen, wie flach die ist. Die kann man ganz locker hinter eine Tür verstauen. Ich habe die bei meiner Küche. Zwischen Wand und Küche, da ist immer so eine kleine Lücke. Und da habe ich die immer stehen. Die fällt auch nicht auf. Und das Aufklappen, schauen Sie mal, Sie müssen da nichts machen. Das geht hier ganz, ganz einfach. Zack. Und das rastet auch automatisch ein. Na, ich zeige Ihnen das nochmal. Das geht so einfach. Also einfach hier diese Verstrebung nach unten ziehen. Und wenn Sie es aufklappen wollen, wieder nach oben ziehen. Also das geht ganz, ganz einfach. Und jetzt hat man hier eben auch wieder diese rutschfeste Profilierung. Ne? Man kann sich hier schön festhalten. Das gibt mir die Sicherheit. Ich lehne mich dann immer so ein bisschen dagegen oder putze dann nur mit einer Hand. Dann hat man hier eben diese Sicherheit. Auch die ist bis zu 150 Kilo belastbar, TÜV Rheinland zertifiziert und hat auch hier wieder diesen schönen Edelstahlrahmen. Ne? Also die ist auch nicht schwer. Die kann man tragen. Die kann man auch mal irgendwo hinschieben. Das Schöne ist, die rutscht auch nicht weg, weil, das habe ich noch gar nicht gesagt, an allen Füßchen, also auch bei den kleineren, haben Sie hier diese Gummierung. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Qualitätsmerkmal, dass auch die Leiter dann nicht später mal wegrutscht. Sie sehen das ja, ich kann hier wackeln und rütteln. Ne? Die rutscht nicht weg und das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn Sie es im Badezimmer nutzen. Die Fliesen sind ja auch mal recht glatt. Wenn man dann zum Beispiel auch mal im Badezimmer die Fenster putzen will oder vielleicht die Schränke auswischen will. Ne? Man hat ja manchmal so einen Putzfimmel, da will man dann überall alles sauber machen oder die Lampenschirme. Von unten sieht man das immer nicht so, aber von oben, wenn man sich den Lampenschirm anschaut, oder ich habe zum Beispiel im Flur, da habe ich wie so Schalen, ne? Die gehen direkt an die Decke und da sammeln sich, ich weiß nicht, wie diese Fliegen da reinkommen, da sind immer ganz, ganz kleine Fliegen drin und je mehr dann da drin sind, das sieht man dann auch und da muss man ab und zu mal so alle halbe Jahre die Schale aufmachen, die Fliegen und den Schmutz rausmachen. Ja. Das kann man eben nur mit so einer Leiter oder wenn Sie die Glühbirne wechseln wollen oder auch hier die Batterie vom Rauchwarnmelder, also sowas sollte jeder haben. Ja, ich habe mal bei mir überm Schreibtisch habe ich eine Lampe, musste ich eine Birne wechseln, habe mich auf den Schreibtisch gestellt. Der Schreibtisch ist auch super stabil dafür, aber er hatte so eine Schreibtischauflage drauf und da bin ich richtig weggerutscht. Ja, bin den Schreibtisch runtergeknallt, ist zum Glück nichts passiert, aber da hätte ganz schön viel, es hat gekracht. Meine Frau ist hochgekommen, hat gesagt, was ist denn los, was ist denn los? Und ich saß da auf meinen Vieren auf dem Boden und habe gesagt, ja, da bin ich leider weggerutscht. Da bietet sich das eben an, wenn man sowas auch griffbereit hat, dann benutzt man es auch. Und die sind ja alle so zusammenklappbar und zusammenfaltbar, dass man die ganz problemlos überall unterbringen kann. Das ist übrigens auch eine TV-Neuheit, das erste Mal heute im Fernsehen und natürlich aus unserem brandneuen Katalog, unsere 3-Stufen-Trittleiter, die eben, womit man dann auch schon mal höher kommt, ganz einfach. Super einfach zusammenzulegen, sehr, sehr, sehr stabil. Genau. Wie gesagt, bis 150 Kilo, da können auch Ralf und ich rauf. Alle bis 150 Kilo belastbar. Ich finde das zum Beispiel auch schön, manchmal hat man ja auf dem Kleiderschrank, hat man da ja auch nochmal so Kisten mit Zeug, wo man eben nicht weiß, wohin, Gästebettwäsche oder eben so Spielzeug, wo die Kinder, oder Sachen, wo die Kinder rausgewachsen sind, die man eben nicht mehr so oft nutzt. Die hat man meistens vielleicht auf dem Kleiderschrank in so einer Kiste oder Kuscheltiere oder zum Beispiel Weihnachtsdekoration oder Osterdekoration sind auch in so Kisten, vielleicht auch im Keller gelagert. Ne? Und das ist eben schön, wenn man mal noch so eine Trittleiter hat. Man braucht es zwar nicht jeden Tag, aber wenn man es braucht, hat man es zu Hause. Und unser Motto ist immer, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ja, vor allem, du kriegst ja auch viel mehr Platz, weil du stellst vielleicht gar nichts nach oben drauf, weil du denkst, da komme ich überhaupt nicht mehr ran. Ja. Mit der Leiter kommen sie dann ran und haben neuen Stauraum für ihre Wohnung. Ist auch noch mal ein Argument. Das ist unsere 3-Trittleiter hier, die super stabil ist, bis 150 Kilo aus Metall, natürlich auch von AGT, unsere Katalogneuheit hier. Hier sehen wir nochmal alle vier zusammen. Das ist eben das Tolle, dass wir hier Ihnen diese Trittleitern in verschiedenen Größen präsentieren durften. Und es ist wirklich so, wenn Sie so eine haben, werden Sie sie öfter benutzen, als Sie glauben. Und gerade die große ist natürlich super praktisch, wenn man damit alle Stellen erreichen kann. Aufschränken, anschränken,
an der Decke. Aber eins muss es sein, schnell für den Preis.